Hallo und willkommen zurück zu Trails of Cold Steel. Ich bin die Stadt nochmal abgegangen und habe festgestellt, dass es fast überall neue Gespräche gab, aber das wäre jetzt ein bisschen zu weit gegangen, wenn ich das noch alles online stelle. Nur so viel dazu. Eine interessante Geschichte hat sich ergeben. Erinnert euch an Vanilla, die ihre Verlobte nochmal abchecken wollten. Nein, nicht die, die die Verlobte ihres Mannes nochmal. Nein, die die Verlobte ihres Bruders nochmal abchecken wollte. Und da stellte sich dann heraus, dass sie dachte, dass ihr Bruder, der übrigens unser Ausbilder Makarov ist, dass der mit seiner Lehrerkollegin, dieser Blonden, die wir da auch irgendwo getroffen haben, dass die beiden heiraten wollen. Aber die Blonde weiß von nichts und ich denke, Makarov weiß auch von nichts. Da geht sie einfach von falschen Voraussetzungen aus. Und ansonsten so die üblichen Gespräche. War halbwegs interessant, aber wäre jetzt zu viel gewesen, das alles nochmal hier in dem Video zu machen. Wir hatten jetzt schon zwei Videos mit Ruhr und ich habe aber noch gesehen, wir haben hier einen Laden vergessen. Den können wir nochmal gemeinsam machen. Der war so ein bisschen unfreundlich, der Jackass. Ja, habt ihr also doch euch entschlossen, miteinander zusammenzuarbeiten. Ich schätze, dass du es mit deinem Vater dann aufnimmst und gleichzeitig die Reinfort-Gruppe wieder auf Vordermann bringen willst, oder? Ja, verdammt richtig. Naja, ich gebe meinen Ratschlag ja nicht irgendwelchen Leuten. Einfach so, aber bei dir kann ich wohl eine Ausnahme machen. Dieser Heidel, das ist ja eine traurige Gestalt für einen Mann. Aber er ist eine traurige Gestalt mit enorm viel Geld und Verbindungen. Unterschätze ihn mal lieber nicht. Und was den Marquis betrifft, der hat eine neue Soldateneinheit bekommen. Ich schätze, es ist eine Abwandlung des Üblichen, was sich da die Eierköpfe am Institut ausgedacht haben. Die verdammten Akademiker können es ja mal wieder nicht lassen. Klingt so, als hätte schon jemand einen Teil unserer Arbeit erledigt. Ja, wir müssen aufpassen. Da fällt mir auf, eine Sache war auch noch interessant. Dieser Professor, der jetzt da wieder in dem Reinfort Institute of Technology arbeitet, der scheint gar nicht so jetzt allianzfixiert zu sein und der steht nicht für die Ideale der Allianz ein. Der möchte einfach nur forschen und er glaubt, dass er halt durch die Allianz die besten Forschungsmöglichkeiten hat. So kriegt er halt viel Geld zusammen und kann dadurch dann neue Sachen erfinden. Der ist jetzt nicht unbedingt direkt auf der Seite der Allianz, ist halt ein Pragmat. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch so machen können. Ja, das hatten wir. Ach so, genau, das haben wir auch schon. Und hier können wir traden. Wenn ich denn was hätte zum Traden. Ja, das könnten wir machen, müssen wir aber auch nicht machen. Gibt es hier irgendwas Neues? Ich fange mal unten an. Ah, Michette Plüsch. Das haben wir doch gekauft vorhin, also in der letzten Folge. Und fehlen uns noch zwei weitere. Beziehungsweise einen haben wir noch ausgerüstet, fehlt uns dann noch der Evil Mischi. Da brauchen wir auch noch was. Das haben wir schon mal gemacht. Ja, okay. Also nichts, was ich jetzt spontan unbedingt bräuchte.
Und ich will jetzt auch nicht mein ganzes Ummaterial einfach so ausgeben. Aber gut zu wissen, dass man hier was eintauschen könnte. Cross Crusade. Ja, für 10 Stärke und 700 Panzer lohnt sich aber nicht, dafür 10 Ummaterial auszugeben. Wir kommen später nochmal wieder. Ja, Rien hat sich auch ein bisschen gewundert, dass Angelika jetzt hier weiter ihr Nonnen-Outfit trägt. Und ich könnte noch mal eben nach Waffen schauen. Wo war das noch? Ob ich Angelika eine neue Waffe besorge. Ach übrigens, Anton ist jetzt hier im Hotel eingezogen. Im Hotel Lagrange. Wir haben jetzt wieder einen Kunden. Einen zahlenden Gast. Kann also sein, dass irgendwann noch mal eine Nebenquest auf uns wartet. Aber momentan haben wir da nichts. Eine Nonne in einem Waffenladen? Ich schätze, du suchst eine Kleinigkeit zur Selbstverteidigung. Vielleicht so ein Betäubungsstab. Oder du kannst da die Stärke einstellen und ihn in unterschiedlichen Situationen benutzen. Nein, das ist nicht so richtig mein Stil. Es geht auch nichts über das gute Gefühl, wenn der Feind so richtig zusammensackt nach einem guten Schlag, oder? Ein guter Schlag. Angelika, bitte sorg nicht dafür, dass sie eine Herzattacke bekommt. Na, tut mir leid, ich kann einfach nicht anders. Naja, wir haben auch ein paar Handschuhe und ähnliche Waffen da drüben im Regal. Ich hoffe, du findest da was, was deinen besonderen Geschmack trifft. Ja, sie ist ein wirklicher Profi. Wenn man die leicht zitternde Stimme mal beiseite lässt, ist sie in ihrer Rolle geblieben. So, jetzt gucken wir mal, ob wir für Angie da was Besseres haben. Denn Angie hat eine ganz gute Stärke. Ach so, Angies Waffen sind hier gar nicht. Aber wahrscheinlich kann ich sie eh nicht ausrüsten. Das ist das. Jetzt hier auch bei dem... Ist ja so ausgegraut. Also auch rüstungstechnisch kann ich eher nichts Gutes tun. Nee, gut, dann hat sich das auch erledigt. Haben wir mit dir schon mal gesprochen? Wer bist du überhaupt? So, dann gucken wir mal. Unser Ziel ist ja, wo ist es zu sehen, zur Sachsenmine zu gehen. Also testen wir erstmal die anderen Sachen aus. Also ich habe schon mal ausprobiert, dass wir da die Stadt wieder verlassen können. Das ist durchaus möglich. Also Spina Byroad. Wir haben dann noch Sachsenmine, wir haben dann noch Flugplatz, bin ich natürlich auch gewesen. Da ist aber tote Hose. Und wir können nochmal checken, ob wir hier auch lang können. Da sollen wir zwar, können wir tatsächlich. Da sollen wir zwar erst später hin, aber vielleicht verbirgt sich ja hier noch irgendwo eine Nebenquest oder so. Ich hätte nicht damit gerechnet, eine Landstraße mit so einem engen Sicherheitsnetz zu sehen. Nicht so überraschend, wenn man bedenkt, wo sie hinführt. Das Letzte, was Vater möchte, ist Ärger an seiner Türschwelle.
Meine Unterstützer und mein Sammelpunkt sind da lang. Stört es dich, wenn wir auf unserem Weg an der Barriere da anhalten? Klingt nach einer guten Idee. Ist vielleicht ganz gut, wenn wir wissen, wo wir sein müssen. Ja, wir müssen aber vorsichtig sein. Die Straße da hat bestimmt viele Augen. Und wir wollen sicherlich nicht gefangen genommen werden. Als hat sie ihre Kapuze wenigstens mal abgenommen. Sind tatsächlich ein paar Kisten. Das heißt, ich habe auch Detection an. Das ist gut. Kämpfe machen wir dann etwas später. Uiuiuiui, oder? Eieiei. Ich will jetzt erstmal hier ein bisschen rumgucken. Okay, ein guter Heiltrank für 6000. Glaube ich jedenfalls, dass er 6000 bringt. Dann haben wir da noch eine Kiste. Bisschen Septit, sage ich auch nicht nein. Komm, jetzt machen wir mal einen Kampf hier. Ja, jetzt hat ihre Fähigkeit gewirkt. Wir haben dreifachen Vorteil. Und wir können uns ihre Crafts nochmal angucken. Line, one, self. Mal die Line. My turn. Now's our chance. Gotcha. You're finished. I can do this. Now. Come on, Lee. Right. Do this. Fire! Let's move. Righto! There! Just watch. Oh, die haut aber auch rein. Sweet dreams, pussycats. I've only... Ich weiß gar nicht, gibt es hier auch Wasser irgendwo, dass wir hier irgendwo angeln können? Muss ich auch noch checken. Mal zu der Kiste. Bring it on! My turn! There! Ha! Now! Gotcha! I can do this! Fight! Now! Come on, Lee! Right! Just watch! My turn. Oh, die hauen ganz gut rein, wenn sie den treffen. Just watch. Don't mess with us.
feel stronger than ever. Muss mal kurz heilen. So. Dann war jetzt die Kiste darüber. Da. Got my eye on the prize. Atelas haben wir schon. Ist K.O. Wiederbelebung. Wir werden immer noch von dir. Na komm, einmal müssen wir auch gegen jedes Teil hier mal kämpfen. They won't even know what hit them. My turn. There. Ha! Now. Gotcha. No problem. Just watch. Righto. Don't mess with us. I did it. So. Jetzt können wir eigentlich hier zum Ausgang der Straße weiter folgen. Irgendwie habe ich mich gerade verlaufen. So rum. Kissen hat, naja, okay. Da haben wir eine rote Kiste und eine blaue. Naja, machen wir jetzt die rote. Den Fisch machen wir danach, um CP wieder aufzufüllen. This is where I'll be meeting up with my supporters from the army. Aha. This does seem like a good spot. You can't see it from the highway. Hier wird sich Angelika dann wieder mit ihren Unterstützern treffen. Oh, that treasure chest looks really nice. Wo ist sie jetzt, die Kiste? Da. Ich will nur das Vieh jetzt nicht haben. Geh doch mal woanders hin, Vieh. Ach ja. Oh, da ist die Kiste auf. Komm. So. Bring it on! Oh weia. Macht mir ein bisschen Angst. Können wir auf jeden Fall mal uns motivieren. Alright, let's do this! Okay. Gotcha. No problem. Ein bisschen Insight schadet auch nicht. Light. Rain upon us. Und Angelika hat jetzt zwar Zero Arts, aber ich glaube, sie kann gar nicht vernünftig zaubern. Weil ich sie nicht ausgerüstet habe damit. Ja, könnte man einen Green Butterfly machen. Sind die dagegen überhaupt anfällig? Gegen Nightmare? Ja, 100, okay. Könnte man aus Spaß mal machen. S-Craft kann sie dann nachher immer noch mal machen. Jetzt hier nochmal die dicken Teile. Righto.
So, dann mach du mal deinen Giant Breaker. Und zur Sicherheit macht Angelika danach noch ihren Dragon Kick. Ist aber, glaube ich, gar nicht nötig, oder? Den Dragon Kick werden wir schon noch sehen. Boah, 15.000 Erfahrungspunkte für Emma. 16.000 für Million. Zweimal Unmaterial, super. Great. I'm so glad. I'm awesome. Not bad. I'm so glad. Angelika ist nicht aufgestiegen. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Level sie ist. Oh, ein Master Quarz. Fein, fein, fein. Uiuiui. Habt ihr das gerade gesehen? Das Vieh, was mich da von hinten angreifen wollte. Master Quarz. Durch Zauber Hitpoints regenerieren. Naja, und EP regenerieren. Und der ist jetzt ja schon Level 4. Finde ich meine anderen Sachen, also Pandora oder Criminal, besser. Naja. Ja. Ich habe zwar den Stick schon vorbewegt, als ich dann Kreis drückte, aber es war zu spät. Aber ist egal, durch Angelikas Fähigkeit haben wir keinen Nachteil dadurch. Dann können wir auch mal den machen hier. How about this? Okay, gotcha. Oh, wie weit sie den weggestoßen hat. Now. Come on, Moon. Leave it to me. Let's move. Lisa. We really do make a great team. I did it! Das wollte ich nochmal nachgucken. Angelika Level 87. Okay, ein höher als unsere sonstigen Spitzenreiter. Gehen wir mal zur blauen Truhe. Oder ist zu der anderen, zu den beiden anderen da? Den Fisch lasse ich jetzt mal in der Luft schwimmen. Oh, der sieht so aus, als bringt er mir U-Material. Den nehmen wir mal. Enemy sighted. Let's take him out. Let's move. There! Ha! Now! Gotcha! No problem! Wir machen mal sicherheitshalber Inside. Ich weiß jetzt nicht, was er so drauf hat. Light! Rain upon us! Obwohl Rain das gar nicht abbekommt, fällt mir jetzt das auf. Just watch! How about this?
Zero Arts, da können wir auch mal was zaubern. Können wir nicht zaubern, keine Lust. Einfach den weghauen. Komm. Here I go. Sit. Right. Just watch. You've got some moves. Lemmy never disappoints! Nee, leider kein Ummaterial. I'm awesome! Oh, aber eine neue Craft ist auch schön. Muss ich doch noch mal eben bei Status gucken. Mit diesen S-Breaks machen wir das hier. Ja. 3S. Beides gegen alle, also es ist schon sinnvoll, das zu nehmen. Wie ist das bei Elliot? Da haben wir die Heilungssache als S-Break. Ist aber gar nicht schlecht, glaube ich. Wenn er zwischendurch mal reinjumpen kann und alle Leute wieder erwecken kann, ist es besser, als wenn er hier mal 6000 Schaden macht oder so. Naja. They won't even know what hit them. Time to shine. Ach, ich weiß nicht. Könnte auch mal was zaubern. Arcus activate. Let's move. There. Ha! Now's our chance. Elisa, let's do this. Leave it to me. In one piece. That's about right. Oops, da liegt noch was. So. Zwei Kisten, zwei Truhen noch. Oh. That treasure chest looks really nice. Nightmare auch schön. Ach, warte mal, das kann Angie ausrüsten. Ja, statt der Heilung. Ja. Machen wir mal. Hoch. This could be tough. Aha. Bring it on. Time to go full throttle. Time to shine.
Let's move. I can do this. Marcus, activate. Yes, sir. Now's our chance. Try this. Hands. We made it out in one piece. 7000 Erfahrungspunkte, das wäre der Wahnsinn. I'm so glad. So, zur Truhe. Oh, 7 Ummaterial. Das klingt jetzt viel, wir haben jetzt wahrscheinlich 35 bis 40 so den Dreh. Aber die sind auch schnell weg. Ich überlege, eine Waffe aufrüsten kostet jetzt ja schon 3 Rohmaterial. Wenn ich das jetzt tatsächlich für 10 Leute machen würde, sind ja schon mal 30 weg. Ein Zauber aufwerten kostet 10. Kann ich also 3 Zauber aufwerten? Gehe ich gerade falsch? Ne, ich gehe gerade richtig, ne? Ja. Irgendwie so einen Gegenstand auf die höchste Stufe bringen. Kostet auch gerne mal 30. So, da bin ich mal gespannt, wer jetzt hier die blaue Truhe öffnen darf. Wahrscheinlich Angelika und Elliot, Emma, Milium und Sarah. Ja, Sarah ist nicht dabei. Die anderen hätte ich anzubieten. Ich kann jetzt auch nicht die Courageous rufen, ne. Müssen wir ja später nochmal wieder hin. Ob ich da dann nochmal dran denke. Ich muss gar nicht dran denken, muss einfach alles nochmal ablaufen. Dann komme ich automatisch dahin. Guck mal, da haben wir noch einen Schrein. Ignis für Feuer. Ich als alter Lateiner. Hallo. Oh, der eine war aus dem Gebiet raus. Naja. Now's our chance. Gotcha. You're finished. We did it, Alisa. We really do make a great team. Ah, die können also doch Ummaterial droppen, sehr schön. Thank goodness. I'm awesome. I believe.
Soll ich jetzt zu dem Schrein gehen? Zu der Seite. Ja, ich denke, wir gehen da erstmal zum Schrein. Stay on guard, everyone. Careful! This one looks strong. Hier ist kein starkes Monster, macht euch keine Sorgen. Nicht verglichen mit Angelika. My turn. Now's our chance. Gotcha. I can do this. Auch noch mal wieder was sehen. Hier haben wir den, glaube ich, lange nicht gesehen. Nicht, dass er besonders eindrucksvoll wäre, aber na gut. Let's move. Now's our chance. Gotcha. You're finished. Time to shine. Sweet dreams, Pussycats. Rin und Alisa müssten so langsam mal Link Level 5 erreichen. So, erstmal da links ist eine Truhe. Ich finde diese Irokesen-Pinguine ja unglaublich putzig. Besonders die Todessequenz. Wenn die dann so erstarren. Die Monster erstarren ja immer alle. Oh, I could probably fish here. Cool. Und bei denen sieht das aber besonders witzig aus, wenn der Schnabel so offen stehen bleibt. So ein bisschen Prinny-like. Oh, das ist schön bunt. Bestimmt was ganz Tolles. Ja, ich mach's ein bisschen spannend. Wow, this is a big one. Ein Gladiator, okay. Mira, nichts Besonderes. Aber immer ein neuer Fisch, freut mich, ja. Da habe ich ja noch Hoffnung, alle zusammenzukriegen, alle Fische. Bei Quests wird es ja schon nicht mehr möglich sein. Bücher weiß ich gar nicht, ob ich da was verpasst habe. Werde ich wohl auch nicht alle kriegen, denke ich. Fischen ist dann noch am einfachsten. Shizu! Shizu!
I don't remember there ever being a path here. Tja. I wonder. Here too? Angelika meint auch. Got my eye on the prize. Ja, Milium. Ich wollte gerade was sagen. Angelika meint auch, dass es hier zuvor noch keinen Pfad gegeben hat. Der ganze Pfad ist also neu, nicht nur dieser Tempel, also der Schrein. Genauso aus wie die anderen. Ich wusste es, eine weitere Ruine. Das ist seltsam. Ich kenne diesen Ort ziemlich gut, aber das ist das erste Mal, dass ich das hier sehe. Ist es das? Ja. Und sowas wie das wäre mir doch nicht entgangen. Ich habe hier jede Menge Zeit verbracht. Dann muss das ja... Ja, ich glaube, wir können mit Sicherheit annehmen, dass das hier vor dem Krieg noch nicht da war. In der Tat, dieses Gebiet war bestimmt früher mal versteckt. Oder verborgen. Ich bin genauso neugierig wie alle anderen, wie eine Ruine aus dem Nichts erscheinen kann. Aber wir haben jetzt wirklich nicht die Zeit, sie zu erkunden. Unsere Operation fängt bald an. Ja, ein gutes Argument. Wir sollten sie wohl erstmal in Ruhe lassen. Okay. Ja, gut zu wissen. Ist bestimmt auch ein interessanter Boss drin. Wahrscheinlich wieder ein... Wie heißen die Viecher immer noch? Es waren immer die gleichen Viecher da drin. Und diesmal halt von der Feuerart. So, dann gehen wir zur Schwarzdrache-Barriere. Please, take care around that one. Ah, komm ich nicht weg. Uiuiui. We're almost to the barrier. So, I'm gonna put my veil back on. Ah, sie trägt jetzt wieder Schleier. Wow, die Schwarzdrachenklamm ist so beeindruckend. Ich habe schon viel davon gehört von meinem Vater, aber es persönlich mal zu sehen, ist noch beeindruckender. Naja, die Provinzarmee aus Nordia ist ja am stärksten aufs Militär fokussiert. Und das sieht man auch direkt an der Architektur. Ja, du kennst ihn nur zu gut. Deshalb benutzt es Vater auch als seine Operationsbasis. Das heißt, hier werden wir die Sachen regeln in ein paar Stunden. Also, sollen wir mit unserer Untersuchung beginnen? Du bist... furchteinflößend gut darin, unschuldig zu tun, Angelika. Passen wir mal auf, dass wir nicht Verdacht erregen. 2 AP, warum? Weil ich erst hierhin gegangen bin und nicht zur Sachsenmine? Oder gibt es hier immer 2 AP, sobald man hier irgendwie herkommt? Nein, aber die 2 AP-Einblendung, die gibt es eigentlich nur, wenn man irgendwas außer der Reihe gemacht hat.
war nicht in dem Schrein. Ah, hier ist Wasser. Da muss ich mal eben kurz gucken, ob man hier auch noch fischen kann. Das war ja bei der Twin Dragon Bridge auch so, dass zwei Angelplätze ziemlich nah beieinander waren. Theoretisch könnte es ja hier auch sein. Wäre natürlich putzig, wenn da vorne an dem Tor stehen irgendwelche Wachen und wir packen hier erstmal unsere Angel aus. Oder kann man hier dann irgendwann wieder reinschleichen? Wer zur Hölle seid ihr denn? Wenn ihr keinen Erlaubnisschein habt, dann kommt ihr auch nicht durch, verstanden? Also, besser ihr geht. Ja, ist ja schon gut. Eine Schwester. Unsere zivilen Einrichtungen sind links von euch. Versucht hier nicht länger rumzulungern. Scheint auch so zu sein, dass drinnen alles voll ist, wenn die hier schon ihren Kram so nach draußen stellen. Scheinen wohl jetzt viel Platz zu brauchen für Versorgungsgüter. Ach, hier ist eine Herberge. Habt ihr auch hier gerade Madame Plätzchen gesehen? Ah, willkommen. Ihr Typen seid ja ein seltsamer Haufen, oder nicht? Notch, den Namen habe ich auch schon mal gehört. Also klar, der Minecraft-Erfinder, aber ich meine auch im Spiel. Naja, ihr seid zumindest nicht so seltsam wie der andere Kunde da drüben. Aber einen so seltsamen habe ich auch noch nie zuvor gesehen. Der Besitzer dieses Ortes ist ziemlich berühmt. Ich habe noch nie einen Soldaten getroffen, der sie nicht kannte. Ihr Mann war mal ein Konfident, ich habe keine Ahnung, ein Vertrauter von Marquis Rogner. Und deshalb kennt jeder ihren Namen. Er ist nun verstorben. Aber die Soldaten halten ihren Namen immer noch in Ehren. Selbst jetzt. Also, wenn du irgendwie mal Probleme bekommst, könnte es sich lohnen, mit ihr darüber zu sprechen. Genau, Margarita hieß sie. Oh, mein wunderbarer Vincent, wie viele kalte Nächte muss ich noch ertragen, ohne dass du mich warm hältst? Margarita, bist du das? Also hier bist du gewesen. Rin? Milium? Seid ihr alle gekommen, um mich zu besuchen? Oh, das ist aber lieb von euch. Das ist der letzte Ort, an dem ich gedacht hätte, eine Studentin anzutreffen. So viel steht schon mal fest. Ja, ist aber schön zu sehen, dass es dir gut geht, Margarita. Ah ja, es war auf jeden Fall diesen riesigen Umweg wert, um herauszufinden, ob es jetzt einem unserer Klassenkameraden gut geht oder nicht. Wo wir gerade davon sprechen, was tust du hier eigentlich? Ich hörte, dass die meisten der adligen Klassenstudenten an der Akademie verblieben sind. Hast du dich dagegen entschieden, bei ihnen zu bleiben? Naja, ich bin eine Weile an der Akademie geblieben. Meine Familie hat dann jemanden geschickt, um mich abzuholen, vor kurzem, und nach Hause zu bringen.
Und auf dem Weg nach Hause habe ich mich dann davon geschlichen. Und da bin ich. Wieso ist sie jetzt hier? Lebt Vincent hier in der Gegend? Oder? Und du dachtest, das wäre eine super Idee, weil... Ach du Marien, da musst du doch gar nicht fragen. Natürlich, weil die Liebe meines Lebens, der süße Vincent, immer noch an der Akademie ist. Ich könnte es gar nicht ertragen, von ihm länger getrennt zu sein, als es unbedingt sein muss. Vincent Florald, was? Ja, den Namen habe ich auch schon eine Weile nicht mehr gehört. Ja, schwer zu vergessen, der Knabe. So viel muss man ihm lassen. Ja, würde ich auch sagen. Aber ich kenne ihn halt nur als den älteren Bruder von Ferris. Mann, oh Mann, du folgst ihm ja wie ein Schatten. Und das schon ewig. Wie süß. Die Liebe geht die merkwürdigsten Bahnen. Zwei Liebende durch Sterne verbunden, durch den Krieg getrennt. Es ist eine Tragödie für Ewigkeiten. Allerdings habe ich immer wieder versucht, zur Akademie zurückzukehren. Unglücklicherweise hänge ich jetzt hier fest. Ja, momentan gibt es da nicht allzu viel, wie wir dir helfen können. Aber wir haben vor, die Akademie von der Allianz zurückzuerobern. Ja, das würde ich auch einer Adligen unbedingt sagen, der wir so gut vertrauen, die uns Liebeskekse backt und so. Nee, nee. Also, pass auf dich auf. Ich hoffe, wir kriegen das eher früher als später hin. Es könnte sogar passieren, dass dieses Gebiet noch als Schlachtfeld endet. Also, pass wirklich auf dich auf, ja? Oh, es gibt keinen Grund, sich um mich Sorgen zu machen. Kein Krieg, keine Katastrophe, kein Mann und keine Bestie wird mich aufhalten, mich mit meinem zukünftigen Mann wieder zu vereinen. Ja, das ist ermutigend, glaube ich. Das war ja mal wieder ein geiles Gespräch. Also hat sich wirklich gelohnt, hier vorbeizukommen, auch wenn Celine es anders sieht. Also ich muss sagen, einer meiner Top 10 Dialoge in diesem Spiel bisher. Ihr scheint ja alle sehr beschäftigt zu sein, aber ich möchte meinen Geist nicht damit belasten, mit anderen Gedanken. Momentan interessiert mich nur, wie ich zurück zur Akademie kommen kann. Wenn ihr einen Weg findet, seht zu, dass ich die Erste bin, die davon erfährt. In dem Augenblick, an dem ich mit meinem geschätzten Vincent wieder vereint bin. Ja, okay. Und Fallen ist so berühmt, beliebt. Ach Herr Jemine, wir bekommen ja nicht allzu viele Kunden in diesen Tagen. Also willkommen zur Schwarzdrachenklamm. Am besten seid ihr hier vorsichtig. Die Provinzarmee aus Nortia hat ziemlich viele freche Soldaten hier. Also eigentlich Feist wäre ja dick, also wenn man es jetzt deutsch nimmt, das Feist. Ich weiß jetzt nicht, ob Feist die auf Englisch was anderes heißt. Vielleicht unverfroren oder so. Naja. Also falls ihr mal Probleme bekommt, überlegt nicht zweimal, sondern meldet euch bei mir. Ich tue, was ich kann, um mit ihnen drüber zu reden. Oder sie durch Reden davon abzubringen. Die Dinge war hier ziemlich chaotisch zu Beginn des Krieges. Aber mittlerweile hat sich die Lage beruhigt. Naja, abgesehen davon, was gerade mit der Rogner-Familie los ist. Aber das ist eine Familienangelegenheit. Da können wir nicht viel machen, außer das Ganze zu beobachten. Ach, da fällt mir ein, es gab noch ein interessantes Gespräch in Ruhr. Und zwar, da standen noch zwei Mädels vor der Kirche. Und die haben dann ja auch
Angelika wieder gesehen und dann gemeint, ja, wenn Angelika mal Hilfe brauchte, dann könnte Angelika auch, also dann würden die Angelika auch bei sich zu Hause verstecken. Und da hat sich Angelika dann in den schönsten Träumen schon ausgemalt, bei denen dann im Bett zu liegen und so ein bisschen mit denen zu kuscheln. Ja, also ich muss sagen, dialogtechnisch auf jeden Fall nochmal besser als Teil 1, dieses Spiel hier. Also was jetzt die Nebendialoge betrifft. Hauptstory lässt sich natürlich noch nicht abschließend sagen. So, abgesehen von den Familienquerelen der Rogner-Familie, ist hier in dieser Provinz doch friedlicher als anderswo. Aber wenn man die Persönlichkeit des Marquis betrachtet, dann kann man natürlich nicht vorhersagen, wann ihn mal jemand verärgert. So, das wollen wir nicht kaufen. Obwohl, das kostet nur 1000. Und 4000 Hitpoints ist also wie ein mittlerer Heiltrank. Und Freeze, Petrify, Faint. Ich nehme mal eins mit. Weil ich da nichts von hatte, von diesem Zeug. Ja, kostet das über Nacht nur 100 Mira, bringt aber auch nur 100 CP. Und mehr ist hier nicht. Also ich meine, das hat sich auf jeden Fall wegen des Gesprächs gelohnt. Aber ich verstehe immer noch nicht so ganz die 2 AP. Weil wir das Gebiet schon mal ausgekundschaftet haben, wo wir uns später treffen. Ach so, das kann sein. Alright, let's go back and head for the mine. Do you mind if we stock up in Ruhr first? Okay, also erstmal noch nach Ruhr. Das kann sein, dass wir dieses Gebiet betreten haben und vorher auf dem Sammelplatz waren. Dafür gab es vielleicht 2 AP. Pferde und Motorrad geht jetzt natürlich auch nicht, ne? Nee. Ich habe vorhin übrigens die Vorführung gesehen von der PlayStation Experience. Die werdet ihr natürlich schon vor ein paar Tagen gesehen haben. Aber war ganz interessant, also dass ein zweiter Teil von Ni No Kuni kommt. Last of Us, ein zweiter Teil. Bin ich schon echt gespannt. Und da habe ich auch mal nachgeschaut, wann kommt denn endlich mal der dritte Teil von Trails of Cold Steel in Japan raus. Und der ist noch nicht mal angekündigt. Also ist angekündigt, dass er kommt, aber noch mit keinem genauen Datum. Irgendwann 2017. Und das heißt, wenn er jetzt noch nicht angekündigt ist, wird er auch bis März nicht erscheinen. Und wenn man dann überlegt... Ich will das da noch mitnehmen. Wenn man dann überlegt... dass es bestimmt noch ein Jahr dauert, bis es dann hier im Westen erscheint, wird es also vor April 2018 nicht im Westen erscheinen, der dritte Teil. Vielleicht sogar erst dann, weil die ja immer so im November, Dezember erscheinen, vielleicht dann erst im November 2018. Da runter geht's nicht, ne? Nee. Ach, da habe ich von der anderen Seite, habe ich da geangelt, oder? Ich weiß es gar nicht mehr, ich muss noch mal kurz checken. This could be tough. Oh nee, bring it on. Nicht. Geh weg, Hydra, geh weg. Oh, ich habe jetzt keinen Bock zu kämpfen. Ja, da kommt man gar nicht runter. Also ich habe jetzt deshalb keine Lust zu kämpfen, weil das für mich so eine Art Grinding wäre. Wir haben ja schon gegen fast jedes Monster hier einmal gekämpft. Und das alles weitere wäre dann schon fast übertrieben. Also ein, zwei Kämpfe könnte ich sicherlich noch machen.
So, da sind wir wieder in Ruhe. Und jetzt ist die Frage, warum hat Alisa gesagt, wir sollen hier noch einen Abstecher machen? Ach genau, die haben sich auch wieder gefunden hier. Er hat wieder gewonnen. Todd, der von ihm hier immer Toddy genannt wird. Und Todd will aber nicht Toddy genannt werden. Die hier haben nichts. Also noch einmal hier zur Herberge, nicht zur Herberge, sondern zum Imbiss gehen. Stehen noch genauso da wie vorher, ne? Naja, ja, nicht nochmal. Ach, er hätte das auch gehabt. 10.000 Hitpoints heilen. Ah, ich brauche tatsächlich mal Essen. Das ist ja schon fast ein Serum Powder. Also Serum Powder heilt ja komplett, aber 10.000 ist auch nicht schlecht. Ja, also ich glaube nicht, dass ich jetzt hier nochmal... Was machen muss? Ich gucke nochmal zum Flugplatz. Aber von den Positionen stehen die Leute noch genauso wie vorher. Deshalb glaube ich nicht, dass es sich gesprächstechnisch verändert hat. Moment mal. Warum ist da ein Punkt? Der ist da drunter, oder? Der Punkt? Ach so. Du bist das. Nein, der war da oben. Okay. Ja, alles klar. Der sah ja nur so komisch aus, so weiß. Weil er nicht auf unserer Höhe war. Ne, okay. Dann gehen wir halt Richtung Sachsenmine. Hier lang. Genau, dieser Pfad führt zur Mine. Ich muss einfach dran denken, wie wir da Crow bekämpft haben. Ja. Aber darüber, wir haben jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken. Bleiben wir in Bewegung. Ja, da hast du recht. Passt aber auf Monster auf, Leute. Ja, ich bin sehr gespannt, aber ich sag mal, das müssen wir dann morgen machen. Der Weg zur Sachsenmine wird lang sein. Patronen wieder unterwegs. Also, macht's gut, bis dann. Tschüss.